So, herzlich willkommen zurück zu Road to Commander. Ich werde jetzt ein bisschen die MSMC spielen, weil die Waffe einfach nur geil ist. Ich bin immer noch in derselben Lobby, immer noch gegen den mit der einen. Vielleicht kann ich die ja wieder aufheben und wieder in Orbi reißen. Mit diesem Freddy Krüger habe ich letztes Jahr auch schon gespielt, der war relativ gut. Ich bin froh, dass der in meinem Team ist. Jo, wollen wir noch mal gucken. Da oben ist schon einer. Ich traue mich nicht zu weit vorzugehen. Oh, scheiße, ey, da war der mit der einen. Der spielt ihn nämlich immer noch. Ich hab den nicht gehört, weil der so gelaufen ist. Der ist gecrouched. Da kann man nichts machen, ne? Der müsste jetzt hier in der Mitte sein. Wow, leck. Selben Streak spiele ich gerade auch noch. Mein PC leckt gerade ein bisschen. Boah, lol. Wenn der einen Schalldämpfer gehabt hätte, wäre ich wenn der keinen Schalldämpfer gehabt hätte, wäre ich tot gewesen. Ich camp gerade mal ein bisschen, ey. Der ist oben. Wieder Orbi. Da gehe ich ganz sicherlich nicht raus. Boah! Ich dachte schon, ich sterbe. Fuck. Ja, ich würde mal sagen, ich zerfick die Gegner gerade ein bisschen. Bin jetzt eh kurz vor. Ich juck mich relativ nicht. Ich könnte jetzt eigentlich hier nuklear schaffen. Unnachgiebig. Shit, Alter. Da muss ich mich jetzt aber beeilen. Ja, ne? Boah, das war das Nuklear, Alter. 25er Streak, Mann. Scheiße, Alter. Nee, eben nicht 25er Streak zum zweiten. Oh wow, you're a fucking new prestige master. Yo, 25er Streak zum zweiten, kann man nichts machen, ne? War aber eine gute Runde auf jeden Fall, muss ich sagen. Und auch, dass ich meinen Lodestar dreimal reinbekommen habe. Ja, habe ich jetzt eigentlich Killchain oder sowas bekommen? Das kam irgendwie so vor, als ob ich die Gegner so voll aus dem Spawn auseinandergenommen hätte. Naja, egal. Yo, da bin ich wieder. Jetzt, ich habe mir gerade mal so in der Pause so gedacht,
Ja, warum denn so viele gute PC-Spieler immer als Hacker bezeichnet werden? Also weil das Klischee ist ja immer so, jeder, der wirklich so offensichtlich gut spielt, ist ein Hacker, ne? Und ja, das Ding ist einfach nur, dass ich 100% nicht anhabe und dass ich es einfach nur hasse, dass dieses dumme Klischee, jeder hackt und so, weil es ist ja echt so. Es hacken, glaube ich, echt viel mehr. Es hacken echt viel mehr Leute, als man denkt. Also es gibt wirklich sehr viele Hacks, die undetectable sind und sowas. Ist alles möglich. Und ja, die Gegner spielen hier gerade nicht schlecht. Also da werde ich auf jeden Fall, wenn ich da meine Streaks erreichen werde, würde ich mich da auf jeden Fall echt feiern, ey. Oh shit, man. Oh. Ja, dieser Ali, der hat irgendwie sehr relativ viele, wie heißt das, Abschüsse, ich glaube 180.000 waren es. Und ja, der meint halt, ich wäre ein kleiner Sprayer-Noob. Jetzt frage ich ihn mal, ob das wieder ein Spray war. Der Typ ist ja hier ganz schön im WTF. Ja, ich habe den Typen noch nie gesehen, ey. Und ich verstehe nicht. Trotz Orbi reißen sie hier nichts irgendwie. Ich finde es schon lustig. Ja. Mit Orbital kann ich natürlich auch so gut spielen, das ist kein Ding. Ja, das soll jetzt mal alles irgendwie weg sein, aber ich quitte jetzt mal nicht, weil ich eigentlich, ja, keine Ahnung, ich lasse den Gegner jetzt einfach mal eine Chance, ey. Ich muss jetzt nicht bei jedem Scheiß quitten und ich glaube, der hat mich nur einmal getötet, dieser eine Typ, ja. Guck mal, und wenn da vier Leute ankommen. Boah, das war gerade ein bisschen Aim-Fail. Vielleicht erreiche ich jetzt auch mal einen Orbi oder so, aber bei feindlicher Drohne wird das etwas schwer. Boah, war das geil gedodged. Da kommt einer jetzt von hier oben. Oh, fuck, Alter. Scheiße. Ja, das wird auf jeden Fall hier keine. Denn es wird kein Highscore-Game, das kann ich euch gleich sagen. Habe ich da noch einen gehittet? Ah, shit. Oh, das hätte die Wendung sein können. Fuck, Alter. Scheiße. Egal. Passiert mal, ne. Ich bin gerade wieder in dieser Phase, wo mir eigentlich alles scheißegal ist. An dieser IC ist nicht schlecht, ey. Muss ich schon sagen. Oh, ja, dieses Jumpen ist echt. Der spielt mit Fernlenkladung. Natürlich eine Drohne. Ja, ich quitte jetzt einfach mal, weil, jo.
Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Road to Commander mit Light. Hey Leute, was geht? Alles gut bei euch? Ich hoffe. Yo, und mit Shox, der zückt aber gerade nicht mit, aber ist trotzdem anwesend. Alter Junge, Mann, was für spät's ist. Ich bin hier erstmal gediegen, der Starter. Und einer holt mich mit Shotgun. Ich habe gerade gute Laune, also spiele ich gerade auch relativ gut. Wie man gerade gesehen hat, ja, 25er Streak, ich mache mir nichts draus. Wie immer, Mann. Jetzt von der Seite hier weg. Bei mir leckt es ein bisschen, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, hört man das? Nee, eigentlich gar nicht. Don't plant a day, please. Ich hole die jetzt von links auf jeden Fall weg. Ich rotze jetzt alle weg, die hier kommen. Und bei mir leckt es aber dennoch. Die haben eine Drohne, ne? Oh Mann, leckt es ja, bei mir. Ja, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Warum leckt es so bei mir? Ich habe aber einen Ping von 59, das ist eigentlich optimal. Oh, da habe ich einer mit der Pumpe geholt. Einer Headglitch mit der M27. Boah, beide geholt! Was hast du für eine Leitung, mein Freund? 16k, ne? 32. Ich hätte das jetzt mal hier ein bisschen so. Weil ich's kann, Digga. Oh, einer spawns hinten. Ja, ja, mit der Pumpe einer, ich weiß. Hast du gesehen, wo die sind? Oder war das. Nee, war gar nicht dein Blitzschlag. Ich hol die jetzt alle auf jeden Fall hier weg. Okay, vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich bin kurz vor Orbi. So. Ich habe Drohne. Ich habe was Besseres. Orbi? Ja, normal, Digga. Dann sehe ich schon mal, wo welche kommen hier. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Was ich gut finde, dass man auf dieser Map relativ defensiv spielen kann. Ey, der hat auf mich gewartet, Mann. Alter. Oh, ich hab Bloodstar. Ey, bei uns auf der Seite sind welche. Ich hab Vitol. Könnte auf jeden Fall ein 100 plus werden. So, den habe ich geholt jetzt. Ja, dann arbeite dich mal hier vor. Also, ich hab mal eine 2er KD, ein bisschen über 2, aber das reicht mir noch nicht aus, mein Freund. Ich muss mindestens jetzt eine 10er KD machen. Okay, vergiss das mit der 10er KD, ich bleib bei der 2er. Auf der rechten Seite ist einer, hol den mal da weg. Von unseren Spawn aus. Der nervt mich irgendwie. Ja, ich bash jetzt erstmal her. Ach, da hockt er, Alter. Ey, das gibt's doch nicht. Die verschanzen sich alle im Haus, Mann. Konterdrohne erstmal aktiv machen. Er hat 24-1, also du bist jetzt einmal gestorben, glaube ich. Nee, doch nicht. Ja, jetzt. Also ich bin auf jeden Fall... Einer ist unten. Was Aiming angeht, richtig krass drauf, Digga. Ja, das ist doch nice, Alter. Ich spawntrap die Gegner gerade richtig. Also, der kommt mit der Pumpe an, ich gehe um die Ecke, keine Drohne, nichts und ich knall den eben mal so ein Heli rein, Alter. So muss das. So auch. Muss das, mein Freund. Boah, wie die Gegner zerfickt werden. Das ist gediegen. Boah, Digga, Alter, 41-2. Digga, was geht? Also, ich frag mich ja, ich frag mich, was mögt ihr lieber? Dieses Killstreak-Gebäsche? Oder doch,
Ja, einfach was Normales, einfach. Was Gediegenes. Ja, oder? Also einfach jetzt zum Beispiel dieses Gameplay da, wo ich, dass ich gerade auf Standoff gemacht habe. Das finde ich eigentlich besser als zum Beispiel so Killstreak-Gebäsche einfach. Schreibt doch mal in die Kommentare, wäre doch ganz lustig. Ja, genau, gute Idee von dir. Hier noch ein paar Kills holen, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich habe den Spawn jetzt teilweise blockiert. Also ich bin ja bei denen direkt im Spawn. Ich spawntrap die ja so ein bisschen so. Ach, du blockierst die? Ja, habe ich gerade. Deswegen kam da keiner mehr. Ja, egal. 44,3, das könnte 100 plus werden, wenn ich jetzt nochmal meinen Loadstar erreiche. Ganz ehrlich, ich find den Loadstar auf jeden Fall besser als, hat der gerade Hacker gesagt, als die VTOL-Einheit. Also das würde ich euch auf jeden Fall wärmsten empfehlen. Also beide Streaks sind gut, aber der Loadstar ist besser, ich finde. Aufnehmen tue ich auch, das ist gut. 49. Jetzt ist das Problem, dass wir verteidigen müssen. Habe ich einen Taktikanstieg. Korrekt, es ist. Einer plantet, glaube ich. Ach, die kommt von links und mein Teammate unterstützt mich nicht, weißt du? Kennt man, der Klassiker. Ja, das ist aber traurig, finde ich, ehrlich. Einer ist auf jeden Fall bei uns im Spawn. Ich könnte mal ein bisschen Unterstützung gebrauchen hier. Sorry, Digga, aber irgendwie habe ich gerade Probleme. So, den habe ich direkt weggeholt. Ich muss jetzt so ein bisschen schlau spielen, weißt du? Warum? Weil es mir wichtig ist, einen Dreier-KD jetzt zu halten. Was? Das ist auf jeden Fall nicht gut für uns. Kein Ding für den King. Aber bei meinem Movement ist das kein Problem. Ey, weißt du was? Weißt du was mit dem Obi war? Der war in Vorräten. Na, aber nicht. Hab ihn schon. Bam. Aber weißt du, was noch gut ist? Was denn? Nein, ich bin gestorben. Fuck. Ach, jetzt ist unser Orbi. Ja. Der Boss hat natürlich wieder den Orbi gerissen. Aber musste danach leider nachladen. Weißt du, was ich mich frage? Können beide Orbi anhaben? Ja, ne? Ja, klar. Oh shit, Digga. Wieder Halfway Orbi. 55,5 ist auf jeden Fall kein schlechter Score, Mann. Muss ich schon sagen, ne? Beast, Mann. Einfach nur Beast. Also, ich fick die ja so im Stehen. Das ist ja für mich gar kein Problem. Ich bin Cheater. Okay, 2 gegen 1 ist natürlich böse. Oh, Digga, ey, Digga. Nice, nice, nice. Hab den hier. Einfach sicherheitshalber mal reinballern. Was? Wie bin ich denn jetzt gestorben? Natürlich bin ich der Einzige, der stirbt. Einer ist oben im Haus bei uns. Natürlich bist du nicht der Einzige, der steht, mein Freund. Ich meine, keine Sorge. Also da kriegen jetzt mindestens 3 von mir noch ein Handy rein. So, einer ist schon mal auf jeden Fall jetzt weg vom Fenster. Der wird auch so weit gar nicht erstmal stehen können. So, jetzt holen wir uns gleich mal den nächsten. Kann die Granate ruhig da explodieren. Ich habe Weste an, also wird das nichts mit seinem Highscore hier. Ich hatte auch besser.
Ist auf jeden Fall praktisch, Leute. Für die Zuschauer unter euch, wer BO2 zockt, spielt oft mit Weste. Ist echt praktisch. Also, falls mal einer eine Granate schmeißt und davon ausgeht, ihr werdet sterben, das wird natürlich nicht so der Fall sein. Ja, man kann sozusagen die Granaten. Ihr könnt dann auch einen Überraschungseffekt starten, dann wieder angreifen und das war's dann für den Gegner meistens. So wie jetzt gerade. Also, der kam jetzt an und ich habe ihn einfach mal weggetötet hier, so. Was ist unterwegs? Feindlicher Tarnhelini? Doch, nur so ein Heli da. So, jetzt bin ich zum Beispiel hier in dem Haus. Ich warte ab, ich weiß jetzt, dass einer kommt. Definitiv kommt jetzt einer. Oder zwei sogar. Ja, ich höre sie schon. Digga, ey, Digga, wie ich die zerficke, ja. Ist nicht mehr normal, Alter. Boah, Todbringer, ey. Guck, jetzt habt ihr gesehen, dank kugelsicherer Weste habe ich überlebt. Der Wächter ist auf jeden Fall down, ja. Oh, scheiße, Pumpgun. Ich verstehe nicht, wie die es immer schaffen zu planten, Alter. Einfach beide zerfickt. Oh, shit, Digga. Bin gestorben. Ah, okay, da hat er mich jetzt bekommen. Also man muss ja sagen, so ein bisschen gut sind sie ja, ne? Also, so die können schon ein bisschen was. Weißt du, da kommt einmal der Boss rein, ja? Und defuse direkt die Bombe, ja? Wie so der letzte Held, Alter. Okay, den habe ich geholt. Diffused einfach. Ah, okay, einfach. Da kam einer. Ach, das ist schade. Da habe ich den leider nicht mehr bekommen. Wir könnten natürlich noch eine Runde machen, aber ich bin dafür, dass die, obwohl verlieren, ja, würde ich fast sagen. Aber irgendwie, Boah, die werfen da nur Nades rein, Alter! Ich muss jetzt einen YOLO-Move machen. Das überstehen wir nicht, mein Freund. Ja, guck dir das doch mal an, ey. Nee, das ist lächerlich. Ich hab noch zwei weggeholt, hast du gesehen? Na, drallig, da raus. Ah, guck mal. 1 vor 40. Schade. Fat win. Lol. Yo, das war's dann. 77, 16. War ganz okay, wie ich finde.